Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Ich habe für euch den Wintertag, schließlich Vanessa-Tag, Wintertag, keine Ahnung. Ja, ich bin ein bisschen spät dran. Ich hoffe, dass ich das noch dieses Jahr schaffe, hochzuladen. Auf jeden Fall wurde ich von der lieben One Lady Style Books getaggt. Ich danke dir dafür und ich denke mir, die Fragen habe ich jetzt auf meinem Tablet und der Tag beinhaltet 10 Fragen und die 11. wäre, wen tagge ich? Bei der kann ich sagen, ich glaube, alle haben ihn schon durch. Ich bin wahrscheinlich die Letzte, die es noch nicht gemacht hat. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mit der ersten Frage an. Und sie lautet, welches Buch bringt dich in Winterstimmung? Ich muss ehrlich sagen, andere Verführungen, glaube ich, irgendwie so habe ich das gelesen. Das hat mir ganz gut gefallen und ab da war ich so in der Winterstimmung oder Weihnachtsstimmung. Aber das ist dadurch, dass es Ende November war, Anfang Dezember, bin ich wieder draußen aus der ganzen Winterstimmung. Und ich lese auf jeden Fall kein Buch, was mich in der Stimmung bringen sollte, weil ich eigentlich jetzt, wir haben jetzt den 22. immer noch nicht bereit bin für Weihnachten. Wir haben keinen Baum hier, wir haben keinen Adventskalender und die paar Lichterketten, die habe ich auch für das Jahr hier an. Ja, und einen haben wir hier aufgehängt, aber das war es auch schon. Also im Prinzip bin ich überhaupt nicht in der Winterstimmung, was ich schade finde. Ich habe heute ein bisschen Musik gehört, was mich in der Winterstimmung ein bisschen gebracht hat, aber irgendwie fehlt irgendwas und ich glaube, das hat einfach ein bisschen mit den letzten Verlusten im Dezember zu tun. Also ja, das ist halt so meine Antwort. Was mich letztes Jahr in Winterstimmung gebracht hat, war das Buch Winterküsse, wie der Wind, glaube ich, hieß es. Ich blende das gerade natürlich auch ein. Das fand ich sehr gut und da war ich wirklich in der Winterstimmung. Hier geht es um meine Frau, die Hüte und so näht und dann begegnet sie einen Mann. Und dieser Mann, der will halt, dass die Frau jetzt für ihn einen Hut zaubert, also einen Hut macht für seine Mutter. Und seine Mutter ist halt krank und die beiden kommen sich halt immer näher. Und ja, daraus entsteht eigentlich eine süße Geschichte im Weihnachten, die auch über Silvester hinweg wird. Und der männliche Protagonist bittet die weibliche Protagonistin, dass sie die Freundinrolle spielt für ihn, weil die Mutter denkt, dass die beiden zusammen sind und so. Damit fängt das Ganze alles an und wie gesagt, ich fand es letztes Jahr super, es hat 5 Sterne bei mir bekommen. Damals habe ich noch Sterne verteilt, mittlerweile tue ich sie nicht mehr. Ich glaube, ich habe jetzt genug über die erste Frage gelabert. Frage Nummer 2. Heiße Schokolade oder Tee? Eine schwere Frage. Ich trinke ganz selten heiße Schokolade und Tee trinke ich bei meinen Eltern öfters und ansonsten nur, wenn ich krank bin oder wenn ich so richtig Lust habe, aber ich habe unglaublich viele Teesorten hier und hin und wieder mache ich mir eine Kanne, aber eine Woche habe ich mir auch eine Kanne gemacht, so mit Wintertee und so. Also ich bevorzuge, glaube ich, eher Tee, weil so oft habe ich Schokolade überhaupt nicht gemacht. Zeig uns das schönste Wintercover aus deinem Regal. Ja, auch dazu muss ich leider passen. Ich glaube, ich habe keine Wintersachen hier. Ich habe mein Bücherregal vorhin angeschaut. Ich blende euch das Cover jetzt mal ein. Das finde ich nämlich echt schön, aber ansonsten habe ich leider nichts Wirkliches gefunden. Ich weiß nicht wieso, aber Winterbücher habe ich mir erst vor kurzem so richtig angeschafft und habe auch nicht wirklich Zeit gehabt, bis auf eins zu lesen. Und ja, das finde ich ja ziemlich schade, aber vielleicht lese ich ja noch irgendwas davor. Ansonsten finde ich das Cover, was auch zu diesem Buch, was ich euch in der ersten Frage beantwortet habe, perfekt passt. Das ist ja dasselbe. Und ja, also als ich das letztes Jahr gefunden habe, war ich so verliebt. Dann habe ich nur gebetet, hoffentlich ist auch die Geschichte dann noch so gut, weil dann habe ich mir danach den Klappentext durchgelesen und ich fand sie schön. Und das habe ich mir letztes Jahr gekauft und das ist immer noch mein Favorit. Frage Nummer 4. Hast du schon mal ein Sommerbuch im Winter gelesen? Ja. Wenn mir jetzt betrifft, ich habe Elle Kennedys The Gold beendet. Das spielte auch eigentlich so im Sommer. Oder nur ein letztes Mal. Und ja, also ich habe genug Bücher im
also Winter gelesen, die sommerlich angehaucht waren. Und für mich, ich bin jetzt nicht so der Jahreszeitenleser. Es gibt schon so Sachen, wo ich sagen kann, so wie bei Weihnachten, dass ich zu Weihnachten eigentlich eine Weihnachtsgeschichte lesen möchte. Aber sonst bin ich jetzt überhaupt nicht so was gelesen. Also ich lese das, worauf ich Lust habe. Nummer 6. Welches Buch wünschst du dir zum Weihnachten? Ja, ich wünsche mir von J. Christoph die Prüfung, denn ich habe das ja als E-Book, aber leider nicht als Hardcover hier stehen. Und das hätte ich ganz gerne vom Weihnachtsmann geschenkt. Obwohl ich es schon gelesen habe, möchte ich es gerne in meinem Regal stehen haben, weil ich finde, das ist einer der schönsten Cover überhaupt. Und ja, die Protagonistin gefällt mir da auch übertrieben. Das ist das Highlight meines Jahres, das Buch. Und ja, das würde ich gerne von Christkind bekommen. Nummer 7. Magst du Schnee oder hast du ihn? Ich liebe Schnee. Ich bin ja auch im Winter geboren. Ich bin im Februar geboren. Das ist schon fast das Ende vom Winter. Aber ich mag den Winter sehr gerne und ich liebe auch den Schnee. Aber auch meistens da, ich habe auch Autofahren zum Beispiel im Schnee, da habe ich immer panische Angst. Ich meine, ich habe zwar noch selbst keinen Führerschein, aber mit jemandem mitzufahren und so weiter, da habe ich immer Angst. Und ja, aber sonst liebe ich den Schnee und ja, ich bin ein Winterkind oder Herbstkind und auch Frühling. Ich mag den Sommer nicht besonders, aber alle anderen Jahreszeiten finde ich schon toll. Außer wenn man natürlich im Urlaub ist, dann braucht man auch ein bisschen Sonne. Frage Nummer 8. Welcher Film darf zu Weihnachten nicht fehlen? Da muss ich ehrlich zugeben, ich bin jetzt kein Mensch, der Ritual hat, der sagt, ja, im Winter schaue ich mir, also zu Weihnachten schaue ich mir genau den Film an. Und das mache ich seit 10 Jahren oder sowas. Nein, das ist nicht. Aber ich finde, ein Film zu Weihnachten, was ich immer schauen könnte, wäre Anastasia. Das ist eine Märchengeschichte, was in Russland spielt. Und ich liebe das. Ich liebe auch Zeichnungen davon. Es ist wunderschön. Und ja, also das bringt mich so in Weihnachtsstimmung. Und ich werde wahrscheinlich das mir auch am 24. nochmal anschauen. Wir haben das mal mit meinen Mädels vor 4-5 Jahren oder 6 Jahren auch zu Weihnachten angeschaut. Und damals habe ich mich in das verliebt. Und hin und wieder habe ich es auch mal im Fernsehen kurz vor Weihnachten gesehen, weil es spielt ja öfters kurz vor Weihnachten. Und ja, das ist halt so mein weihnachtlicher Film. Frage Nummer 9. Winter ist Märchenzeit. Verrate uns dein Lieblingsmärchen. Ja, auch da ist es Anastasia. Ich liebe Anastasia. Das ist das schönste Märchen. Und ja, mir gibt es doch nichts zu sagen. Frage Nummer 10. Hast du einen Thriller im Regal stehen, der um die Weihnachtszeit spielt? Ja, das habe ich. Und zwar ist es dieses gute Stück Broken Doll spielt in London und zu einer Winterzeit. Denn ja, der gute Jefferson Winter plagt hier ziemlich oft, wie arschkalt das ist, denn er ist sonst eigentlich nur den Sommer gewohnt und kommt ja auch aus Amerika, wo es halt wirklich heiß ist. Und da beschwert er sich ja ziemlich oft, dass es in London sehr kalt ist. Ja, allein weil es in London spielt, ist es auch sowas, worüber ich mich sehr gefreut habe und weil es auch im Winter gespielt hat. Jefferson Winter ist ein Profiler, der sich selbstständig gemacht hat. Sein Vater war einer der berühmtesten Serienkiller überhaupt, der was mit ihm passiert, das müsst ihr selber lesen. Und Jefferson Winter kann sich einfach aus der Vergangenheit nicht befreien und er fragt sich dann auch immer wieder, wie kann es sein, dass ich nie gespürt habe, dass er einer ist und so weiter. Und er kann auch nicht wirklich in Quantico bleiben, wo halt die FBI zentral ist, wo halt alle Profiler teilweise sind, sondern er besucht Orte, bekommt E-Mails von den schlimmsten Fällen überhaupt, wo die Leute einfach nicht klarkommen. Und er sucht sich einfach die schlimmsten aus und besucht die Städte. Dort ist den jeweiligen Polizeirevier, die ganzen Fälle zu klären. Und in diesem Fall geht es um dieses gute Stück, was man hier auf dem Cover sieht. Denn der Serienkiller tut die Frau nicht töten, sondern er verunstaltet ihr Gehirn. Mit dem sogenannten, ich habe keine Ahnung, wie das Ding heißt, wie auch immer.
dringt er in sein Gehirn ein und ja, macht dann mit dem Menschen eine leere Hülle. Ja, und Jefferson Winter versucht, den Mörder zu fassen. Es ist eine spannende, rasende Geschichte. Jefferson hat so viel Humor, er ist so lustig, musste voll oft lachen. Und die Charaktere darin sind sehr, sehr, sehr toll. Ich habe auch mittlerweile den zweiten Band und ich freue mich auch auf ihn. Das ist wirklich ein Thriller, den ich auf jeden Fall zu 100%ig weitergeben kann, weil er einfach wirklich gigantisch gut ist. Die Frage ist, wen ich tagge, habe ich ja schon beantwortet am Anfang. Ich habe leider wirklich niemanden, den ich taggen könnte, weil es jeder, den ich taggen wollen würde, es schon gemacht hat. Manche schon viel, viel, viel früher und ich bin wirklich die Nachzuhörerin und wahrscheinlich die eine der letzten. Und ja, auf jeden Fall bedanke ich mich sehr, dass du mich getaggt hast. Ich hoffe, ich habe so meine Fragen beantworten können, so gut es ging. Und ja, mir tut es ein bisschen leid, dass ich nicht wirklich hier bei wirklich in Stimmung momentan bin. Aber wir haben ja immer noch zwei Tage Zeit und bei den Eltern jetzt mit dem geschmückten Weihnachtsbaum mit Plätzchen, dann ist die Stimmung auch automatisch da. Das muss ich jetzt nicht keine Ahnung was alles erledigen, damit ich schon vorher kommen kann. Das ist meine Meinung und ja, vielleicht bin ich nächstes Jahr in besserer Stimmung als momentan. Das werden wir auf jeden Fall sehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ja. Meine Frage an euch, wie steht ihr zu Weihnachten? Seid ihr schon in Weihnachtsstimmung oder seid ihr so wie ich eher noch nicht so ganz? Und somit verabschiede ich mich für dieses Video. Ich denke, wir sehen uns dann einfach im nächsten, vielleicht dieses Jahr noch, vielleicht auch nächstes Jahr. Wir werden sehen. Ansonsten wünsche ich jedem einen schönen. Ansonsten wünsche ich jedem frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns. Bye!